und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, erstmal muss ich mich entschuldigen, ich habe total vergessen, dass wir noch gar nicht fertig waren. Aber ich war fleißig zwischendurch, wenn ich sie denn jetzt finden würde. Aber unsere einzige Questperson hat keine Lust, sich dem Tag zu stellen und möchte den Tag lieber verschlafen. Das heißt, ja, es wird wohl gerade nichts mit der Quest. Dann würde ich sagen, wir sehen uns weiterhin und ich mache dann mal einen Cut. Und ja, heute werde ich es dann wohl nicht mehr schaffen, weil wir doch schon recht spät am Tag haben und ich dann auch bald mal wieder los muss. Aber ich hoffe, ja, dass ich es dann morgen schaffe und dann sie auch wirklich wach ist. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht, dass man tagsüber nicht aufnehmen kann, sondern immer erst ab, weiß ich nicht, 12 Uhr oder so bei bestimmten Personen. Aber was will man machen? Hallo ihr Lieben, ich bin wieder zurück. Ja, ich habe jetzt eine Woche lang versucht, hier mit unserer Dame Kontakt aufzunehmen. Die hat immer nur geschlafen und wollte einfach nicht mit mir die Quest machen. Oh, sie ist wach. Sie ist wach. Endlich. Das ist jetzt das erste Wochenende. Beim letzten Mal war es ja, glaube ich, Montag, als ich versucht habe, die Quest zu machen, was ja so gar nicht funktioniert hat. Und seitdem bin ich jeden Tag mehrfach online gewesen. Aber ganz offensichtlich immer zu Zeiten, wo sie es überhaupt nicht hinbekommen hat, wach zu sein. Also mittags zum Beispiel. Und ja, jetzt kann ich endlich mal die Quest aufnehmen. Also es tut mir wirklich leid für alle, die jetzt so lange warten mussten. Es war nicht meine Schuld. Ich habe es mehrfach versucht. Und ich habe mir dann irgendwann gesagt, okay, ich denke mal, dass es wahrscheinlich vor Samstag nicht funktionieren wird. Und jetzt funktioniert es endlich, weil bekanntlicherweise am Wochenende schläft man ja auch ein bisschen länger. Und da bin ich dann auch nicht ganz so extremst eingeschränkt von meinen Zeiten, wann ich denn aufnehmen kann. Hey Gameplayerin, kann ich mit dir reden? Irgendetwas ist seltsam an diesem Ort. Was meinst du mit seltsam? Ich meine seltsam. Wie Erdnusskrokant mit Rosinen seltsam. Was? Du bist seltsam. Ja, das stimmt. Klingt, als hättest du Schwierigkeiten, dich einzuleben. Ach, ich kann mich an so ziemlich alles gewöhnen. Aber das Leben hier im Tal ist wie ein Spiel, das ich... Wie kein Spiel, das ich je gesehen habe. Die Bewohner tun nichts, außer sich zu entspannen und zu vergnügen. Och, das wäre für mich ein Traum. Was für ein Leben ist das denn? Ein traumhaftes für jeden Menschen. Ich habe schon alle coolen und gefährlichen Dinge entdeckt. Was kann ich jetzt noch Aufregendes machen? Lerne dich zu entspannen, genau. Ich würde aber einfach mal sagen, ja gut, finde heraus, woran du Spaß hast. Das weiß sie offensichtlich nicht, weil sonst würde sie das ja gerade tun. Damit verbunden würde ich aber sagen, such dir ein Hobby. Ja. Das klingt nach einer guten Idee. Ich probiere gerne neue Sachen aus. Ich könnte dir zeigen, was die anderen Dorfbewohner tun, um Spaß zu haben. Vielleicht ist ja etwas dabei, das dir auch gefällt. Okay, was habe ich schon zu verlieren? Wollen wir jetzt gleich etwas zusammen unternehmen? Ja, tun wir das. Ach du Schande. Ah! Okay, baue einen Edelstein ab. Moment, die kommt doch jetzt hoffentlich mit, oder? Moment, Edelsteine kann ich... Ja gut, in der Höhle könnte ich die jetzt wahrscheinlich besser abbauen. Oh mein Gott, ich musste jetzt so lange nicht mehr durchschalten. Ich weiß schon gar nicht mehr... Ah ja doch, die 5 war's. Edelsteine. Da hinten müsste ich theoretisch... Obwohl, vielleicht kommt auch nur Kohle raus. Ich bin mir nicht sicher. Ah, hier sind keine drin. Ja, wir machen es anders. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal... Warum ist das hier so reingezoomt? Da sehe ich überhaupt gar nicht mehr, wo ich bin. Wir gehen einfach mal in die Höhle. Ich denke mal, da ist die Chance wirklich höher, dass wir tatsächlich einen Edelstein abbauen können. Hier da hinten war, glaube ich, jetzt nichts drin. So, dann komm mal mit, mein Kind. Ich hoffe, sie kommt auch mit. Ja, sie kommt mit, okay. Lauf! Mann, bleib doch nicht überall hängen. Man sollte vielleicht auf die rechte Maustaste drücken, nicht auf die linke. Okay, einen haben wir schon mal abgebaut. Hier geht's noch rum.
Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich jetzt hier genau durchlaufe, weil, wie gesagt, Farm ist das Letzte, was ich mache. Normalerweise. Farm ist so eine Sache, die irgendwie jeder hasst. Einschließlich mir natürlich. Bei Spielen. Na komm. Der andere war mit drei fertig. Wieso du nicht? So, dann fange einen Fisch, ohne dass du hier dran festhängst. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was wo ist hier. So. Ich bin das von Palia gewohnt, dass man schneller laufen kann. Das ist dann total ätzend, wenn man dann gerade wieder hier reinkommt. Und dann immer so tüm, 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 so vor sich hin trottet halt, ne? Nein, das ist. Nein, nein, nimm das raus. Das ist nicht die richtige Richtung. Ja, okay, das setzt er automatisch rein. Hallöchen, Vögelchen, ich habe gerade leider keine Zeit. Auch das Angeln ist ja bei Palia anders. Ich habe gerade schon Panik gehabt, dass ich das jetzt hier komplett versaue. Ich bin ganz ehrlich, wenn man zwei Spiele spielt, die sich ja doch irgendwo so ähnlich sind, aber gleichzeitig auch so diese Aktionen und so, so komplett unterschiedlich haben, dann ist das manchmal etwas kompliziert. Vor allen Dingen, weil man dann mehr Zeit in einem anderen Spiel zum Beispiel verbringt. Wobei wir demnächst auch hier wieder ein bisschen mehr Zeit drin verbringen können. Ich weiß nicht genau, wann das war. Ich glaube, es war Mitte September oder so. Da kommt ja noch das Die Schöne und das Biest-Update rein. Achso, wir müssen fünf Fische fangen. Ich dachte auch nur drei. Und da haben wir dann ja auch wieder neue Quests. Hoffentlich mit Personen, die tagsüber wirklich wach sind und nicht irgendwie bis nach 12 Uhr schlafen. Weil ab 12 habe ich halt eben auch keine Möglichkeit mehr aufzunehmen. Wenn ich morgens aufnehmen kann, kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an. So kann ich hier, ja, hier kann ich auch nochmal. Na, das ist zu weit weg. Wieso kann ich da nicht näher ran? Probieren wir es hier nochmal. Ja, das passt. Okay. Dann fehlt uns eigentlich immer noch ein Fisch, den wir dann fangen müssen. Ist aber nicht schlimm. Ich denke mal, unten, wo wir eben waren, da sind ja eigentlich immer genug Fische. Da porten wir uns jetzt mal kurz hin. So. Ja, und kommen auch direkt schon mal bei dem Fisch aus. Wunderbar. Ich kann hier nur nichts sehen, weil die Sonne hier so blöd am Reflektieren ist. Und auf gut Dünken, glaube ich, sollte ich die Angel doch nicht reinwerfen, weil bei meinem Glück funktioniert das dann diverse Male gar nicht. So, dann haben wir das auch schon mal hinter uns. Setze eine Pflanze ein. Ihr wollt mich doch veräppeln. 30 Stück, kann ihr das nicht alleine machen? Ernte eine Pflanze. Ja, gut. Hab ich noch? Ja. Naja, gut. Ist ein bisschen. Ich würde sagen, ich hole mir noch mal eben 50 Stück am besten. Das wäre wahrscheinlich das Einfachste. Dann machen wir das auch noch eben. Nee, 50. Ach so, 30 brauche ich nur. Ach. Ja, Na, wie geht's? okay. Wir machen es trotzdem, dass wir hier einmal nochmal so. Und ich glaube, sonst brauche ich nichts, ne? Ich habe Wir hier. sehen uns. Ja, ist gut. Ja, ich habe hier noch genug Platz. Okay. Ja, meine Kleine, dann komm mal mit. Dann werden wir mal ein paar Pflanzen ernten. Also eigentlich sind es ja keine Pflanzen. Aber. Achso, Pflanze oder Frucht steht da. Ah, ja, okay. Ah, das ist geil. Die zählen auch dazu. Allerdings kann ich die jetzt natürlich nicht einsetzen. Das ist jetzt der Nachteil. Ja, und der Nachteil, ich habe das alles so wunderschön eingerahmt hier. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt oder gezeigt habe. Ich habe halt nur das große Problem, es sieht jetzt sehr schön aus. Hier mit dem Zaun, der allerdings noch ein bisschen offen ist, muss ich dazu sagen. Weil ich nicht mehr genug Materialien hatte. Zu dem Zeitpunkt, um den zu machen. Jetzt wahrscheinlich immer noch nicht. Aber der große Nachteil ist, ja, dass man halt immer wieder rauslaufen muss, wenn man hier irgendwas mal kurz einsammeln möchte. Normalerweise würde ich das jetzt auch gar nicht mit euch zusammen machen. Das weiß ich natürlich nicht, wie lang das jetzt letztendlich tatsächlich ist, wie viel wir jetzt hier einpflanzen können. Es waren aber keine 30, glaube ich, die ich einpflanzen kann. Es waren so 25 oder so vielleicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich so in einer Richtung habe. Schauen wir mal. Wir pflanzen die erstmal ein. Ich denke mal, wir müssen so zwei Streifen rum. Oder vielleicht eher so zweieinhalb Streifen rum machen.
Okay, die zwei Streifen. Ja, doch, die zwei Streifen würden gehen. Okay, das wäre dann 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Natürlich hat sie wieder eins mehr gemacht, um mich zu ärgern. Ja. Das macht die irgendwie immer. Ich weiß auch nicht. Ich lasse extra schon früh los, weil ich das weiß. Und trotzdem macht die das dann immer wieder. Moment, das ist bis hier. Dann können wir von hier aus die Dinger mal schnell einpflanzen. Die muss ich dann allerdings auch nochmal kurz gießen. Ne? Ich meine, so können wir es natürlich nicht stehen lassen. Das ist ja klar. Ich meine auch, wenn man die so stehen lassen würde und sich ausloggen würde, dann würden die plötzlich weg sein, inklusive des Bodens. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt nur ein Bug am Anfang war, weil am Anfang hatte ich das nämlich schon mal. Oder ob das so gewollt war. Keine Ahnung. So, mit dir rede ich jetzt gleich, weil wenn du das schon machen möchtest oder ausprobieren möchtest, so als Hobby, da musst du natürlich auch das Bewässern miterleben. Das machen wir nämlich gerade. Ja, natürlich. Jetzt hat sie sich so umgedreht. So, nee, also komm mal mit, sonst ernte ich da hinten jetzt noch den Kürbis oder sowas. So. Hä? Das war's schon? Das zählt hier im Tal als Spaß haben? Ich sag dir mal was. Das sind doch keine Spiele. Das sind bestenfalls Hobbys und schlimmstenfalls Arbeit. Ja gut, von Hobbys haben wir ja gesprochen, ne? Du bist ein bisschen zu hart. Ja, stimmt. Wir werden was anderes für dich finden, könnte ich auch sagen. Vielleicht solltest du lieber meditieren, als deiner Adrenalinsucht nachzugeben. Das wäre ein sehr, sehr guter Rat. Wobei ich befürchte, dass die Meditation bei ihr gar nichts mehr bringen wird. Ich würde mal sagen, wir werden etwas anderes für dich finden. Keine Sorge, meine Freundin, ich bin schon dabei. Wir haben deine Vorschläge probiert, jetzt probieren wir meine. Ich habe gerade ein umwerfendes Spiel erfunden. Ich verstecke mich irgendwo im Tal und du musst mich finden. Oh nein. Du meinst Verstecken spielen? Das Spiel gibt es doch längst. Pff, ich bitte dich, das hier ist nichts für kleine Kinder. Das ist extrem. Ich werde mich an einen der dunkelsten, gefährlichsten Orte des ganzen Tals verstecken. Ja, das ist halt normales Verstecken. Gibt es da besondere Regeln bei? Nur eine. Jetzt musst du mir Zeit geben, mich zu verstecken. Geh am besten zu Herrn Ducks Laden und zähle bis 10. Bis bald! Okay. Muss ich bis 10 zählen oder war das jetzt nur so eine Floskel? Ich weiß ja nicht, ob da jetzt so ein Countdown reinkommt oder so. Oder irgendwie so nach dem Motto, warte, bis er fertig ist oder irgendwie sowas in der Richtung. Oh, jetzt will man einmal... Das war ja ernst. Jetzt will ich hier einmal eben kurz was wegtun, weil das doof aussieht. Und das bei Herr Ducks Laden, das kann er ja gar nicht ab. Und dann kommt hier die Kiste. Ich meine, gut, ne, das ganze Land hier sieht halt so aus. Es tut mir leid, aber ich habe einfach keine Zeit, um das sauber zu machen. So. Ja, das war eigentlich... Oh. Was haben wir denn hier? Hallo. Oldtimer-Truhe aus hellen Holz. Wollt ihr mich veräppeln? Kann man jetzt Truhen kaufen? Auf Wiedersehen und bis bald. Nicht euer Ernst. War das jetzt mit oder ohne Punkt das, was ich schon gekauft habe? Ich bin mir nicht sicher. Den habe ich, glaube ich, noch nicht gekauft. Flachbildfernseher. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Der hat jetzt keinen Punkt drin. Das heißt, Punkt heißt, glaube ich, dass ich die schon gekauft habe. Das heißt, die müsste ich schon gekauft haben, theoretisch. Die habe ich noch nicht gekauft. Das könnte hinkommen. Hey. Auf Wiedersehen und bis bald. Den habe ich anscheinend doch schon gekauft, weil den hier habe ich mich auch schon gekauft. Das weiß ich hundertprozentig. Dann habe ich den hier anscheinend noch nicht gekauft. Freundlichen Dank. Ja, aber was mich jetzt wirklich interessiert, unabhängig jetzt von... das sieht schön aus. Ja, das habe ich definitiv noch nicht und da ist ein Punkt dran. Dann war das nämlich so, dass die mit dem Punkt noch neu sind. Auf Wiedersehen und bis bald. Den habe ich definitiv schon, genau. Das heißt, die Farbe habe ich auch schon. Das habe ich noch nicht. Einen schönen Tag noch. Ich kaufe mir ja immer alles, was ich noch nicht habe, damit ich es einmal habe. Hört sich doof an, aber ist wirklich so.
Das habe ich noch nicht. Das habe ich, glaube ich, nicht gekauft, weil das alles so komisch aussieht. Auf Weil er irgendwie Wiedersehen so eine und bis komische Figur bald. hat. Das will ich einfach nicht haben. Das will ich auch nicht haben. Das auch nicht. Was das darstellen soll, weiß ich nicht. Aber wir könnten mal gucken. Ralf Reichts. Naja, gut, okay, weil es Ralf Reichts ist, könnten wir das mal Freundlichen mitnehmen. Dank. Das haben wir Sei auch gegrüßt, nicht. Nachbar. Seit wann hat bitte Cinderella sowas hier gehabt? Das ist so eine ganz Auf andere Wiedersehen Zeit und bis bald. eigentlich. Oh Gott. Also, finde das dunkle und gefährliche Versteck. Optional, frage die Dorfbewohner nach Hinweisen. Ach so, Moment, ich wollte noch mal kurz. Moment, nicht weglaufen, nicht weglaufen. Ich wollte was ausprobieren. Sei gegrüßt, Ja, Nachbar. ja, 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 ja. Ich würde gerne einige Dinge bestellen. Möbel. So, jetzt ist die Frage. Lager. Ist das neu hier? Das sagt mir jetzt gerade gar nichts. Die Kiste, die wir eben gesehen haben, das war die hier, oder? Wieso habe ich die schon zweimal? Schlafzimmer, Büro, traditionell. Aber das ist hoffentlich so eine Kiste, wo wir was reintun können, ja? Ich verlasse mich auf die und kaufe die jetzt einfach mal. Dann habe ich die zehnmal. Wenn ich da nichts reintun kann, Dagobert, dann komme ich wieder und dann Freundlichen haue ich deinen Dank. Laden hier kreuz, dann haue ich den kurz und klein. Hallo. So, ich möchte. Moment, wo sind wir denn jetzt hier? Ich möchte die Folge jetzt nicht künstlich in die Länge ziehen, aber ich möchte das wirklich sehr, sehr gerne mal kurz ausprobieren. Natürlich auch, damit ihr das wisst, ob man die jetzt wirklich so stellen kann oder nicht stellen kann. Ich probiere das einfach jetzt mal hier unten. Moment. Lager. Die stellen wir jetzt einfach mal hier rein. So. So. Jetzt bin ich verwirrt. Was ist denn das für ein Scheiß? Wieso öffnet sich die Truhe? Oh nee, ne? Das ist ja scheiße. Clevere Übertragung? Keine Ahnung, was das sein soll. Wenn ich da drauf gehe, kann ich auch keine clevere Übertragung machen. Wenn ich da drauf gehe, auch nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was clevere Übertragung heißt. Aber das ist ja. Jetzt habe ich umsonst das Geld ausgegeben. Ich wusste, ich sollte sie nicht kaufen. Ich habe es irgendwie im Gefühl gehabt. Also, das war jetzt völlig überflüssig. Das heißt, ja, diese Truhen sind nutzlos. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wo ist ein Mickey Maus? Moment. Der ist zu Hause. Gehen wir mal da gucken. Wie wär's, wenn wir was gemeinsam unternehmen? Toll! Du spielst Verstecken mit Vanellope. Das klingt nach Spaß. Sie sagte, sie sei an einem dunklen und gefährlichen Ort. Nun, es gibt nicht viele solcher Orte im Tal. Aber Minnie und ich haben gerade einen Spaziergang am schillernden Strand gemacht. Ich habe sie nicht in der Nähe der mystischen Grotte gesehen. Bis bald! Also Hey nicht in du! der. Nein, 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 Ruhe. Bis ganz bald! Nicht in der Nähe der mystischen Grotte. Ich meine, ich hätte jetzt auch einfach mal die Sache. Achso, ich dachte gerade, der eine ist wieder doppelt. Ach, da läuft sie doch! Hä? Ich denke, die hat sich versteckt. Hallo, habt dich gefunden? Danke für deinen Besuch. Sieh mal eine an, wenn das nicht meine gute Freundin Gameplayerin ist. Ach, ist das dein geheimnisvolles Versteck? Hä? Ich denke, die hat sich. Was denn jetzt? Hat sie sich jetzt versteckt oder nicht? Du hast so lange gebraucht, um mich zu finden, dass ich Zeit hatte, mich zu verstecken, mich zu langweilen und für einen Snack herauszukommen. Aber vertrau mir, wenn du mein richtiges Versteck findest, werde ich dort auf dich warten. Ah, okay. Gut. Ich wollte gerade sagen, irgendwie macht das Ganze jetzt überhaupt gar keinen Sinn hier. Wo ist Mirabelle? Ist die hier mit drin? Ja, ist sie. Ah, Nala ist auch drin, okay.
Ich hoffe, die bleiben beide auch noch drin. Dass ich die direkt beide hintereinander befragen kann. Da ist sie. Hallo? Hallo? Ich würde gerne mit dir reden. Schön, dich zu sehen. Ich habe gehört, dass du Verstecken spielst. Mein Cousin Antonio und ich spielen das auch. Nun, ich werde ihr Versteck nicht verraten, aber ich habe Vanellope gesehen, wie sie sich an einen sonnigen Ort versteckt. Naja, irgendwie sonnig. Es ist ein dunkler Ort an einem sonnigen Ort. Das ergibt doch Sinn, oder? Also ich tippe mal auf die Grotte da neben Ursula. Bis bald. Fragen wir aber trotzdem hier nochmal nach. Hey, du! Du spielst Verstecken mit Vanellope? Oh, Simba und ich haben solche Spiele gespielt, als wir noch Welpen waren. Wenn du wirklich nicht weiter weißt, ich habe Vanellopes Geruch an einen dunklen und staubigen Ort auf der sonnigen Ebene wahrgenommen. Auf der sonnigen Ebene, ach so. Danke. Ja, ich danke auch. Ich dachte jetzt am Strand, aber gut. Wobei die eine hatte ja was gesagt von wegen nicht am Strand, aber... Staubiger Ort, ja meinen die jetzt die Höhle oder meinen die jetzt, Gas versteckt? Das ist jetzt die Frage. Wobei es Gasversteck wahrscheinlich eher nicht staubig ist, oder? Aber das ist jetzt schneller, da mal kurz reinzuschauen. Ich denke mal, dass die Mine meinen. Naja, dachte ich mir schon. Nur bevor ich jetzt die Mine natürlich durchsucht habe. Das ist auf jeden Fall schneller, hier mal kurz reinzugucken. Ne, das war die 5, ne? Die nehmen wir mal kurz mit, weil Rosa sagt mir jetzt gerade gar nichts mehr. Ah, der ist das gewesen. Okay. Ich meine, von dem haben wir nicht so viel, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Na gut, dann schauen wir mal eben hier in der Höhle nach. Wobei staubig, ne? Ich wüsste jetzt nicht, wo die hier staubig sein sollte. War das jetzt die Geräusche aus der Höhle oder war das jetzt... Das hörte sich gerade ein bisschen seltsam an. Oh, ich könnte das alles so schön mitnehmen. Wobei Rot, glaube ich, sollte ich tatsächlich mitnehmen. Ich meine, das sind die, die ich tatsächlich sehr selten bekommen habe. Oder wovon ich halt viele schon ausgegeben habe. Ich mache das einfach mal so nebenbei. Die könnte jetzt hier oben sein. Wo sie natürlich nicht ist. Der Raum da hinten, der wäre natürlich ganz cool. Auch was zum Verstecken ist. Ich weiß es ja nicht. Nee, sieht aber nicht danach aus. Dann ist sie wahrscheinlich eher so ein bisschen tiefer in die Höhle reingegangen, nehme ich mal an. Vielleicht da, wo wir vorhin waren. Das kann natürlich sein. Wie gesagt, ich nehme jetzt hier die Edelsteine mal in einem mit, weil erstens komme ich da nie zu. Ich habe einfach keine Zeit, irgendwie groß zu grinden oder sonst irgendetwas. Zweitens weiß ich, dass die ja auch schon mal hin und wieder... in den Quests drin sind, dass man die benutzen muss. Deswegen wäre es halt ganz gut, wenn ich da dann nochmal welche mitkriegen würde. Achso. So, hier kann man nicht weiter. Aber es kann doch nur dieser Ort hier sein, oder? War das immer schon hier mit den Flaschen? Ich bin mir nicht sicher. Nachher finde ich die jetzt gleich genau da, wo ich normalerweise reingegangen wäre, ganz am Anfang. Entweder das oder ich finde sie hier gar nicht. Eins von beiden wird auf jeden Fall passieren, nehme ich mal an. Ich weiß nicht, warum das hier so scheiße. Da ist sie. Danke für deinen Besuch. Du hast mich gefunden. Gute Arbeit, meine Freundin. Ich wette, dir sind die ganzen Süßigkeiten aufgefallen, die ich verstreut habe, hm? Nö, welche Süßigkeiten? Das Versteck war so offensichtlich. Ach ja, klingt, als wärst du bereit für ein weiteres Minispiel. Lass uns ein Wettrennen bis zum Eingang der Minen machen. Ich hoffe, ich kann dich sogar zu Fuß schlagen. Auf die Plätze, fertig, los. Ich weiß gar nicht, wo ich rumrenne. Achso, ja, jetzt hast du schon gewonnen. Weil ich den falschen Weg gelaufen bin, natürlich. Und jetzt auch wieder laufe, so wie es aussieht. Kann ich hier nicht irgendwie abkürzen oder so?
Stand da gerade was mit aufheben? Aufheben? Was habe ich denn jetzt hier gerade aufgehoben? Ach, sind das die Süßigkeiten von ihr? Ja, Tatsache. Okay. Nein, die sind mir tatsächlich nicht aufgefallen. Aber ich kam auch von der anderen Seite. So, und da ist der Ausgang. Sei gegrüßt, oh Freund. Wer hätte gedacht, dass Wettrennen ohne Räder so viel Spaß machen können? Du bist echt wild, ja. ja, das war echt super. Schön, dass wir uns einig sind. Jetzt brauchen wir noch ein Spiel, um meine Mini-Parade abzuschließen. Was? Minispielparade? Das wird dir gefallen. Wir spielen Extremfischen. Kein Problem. Im Angeln bin ich unschlagbar. Hoffentlich nicht mit Dynamit. Ja, das stimmt. Das Spiel Pro Angler war in der Spielhalle ein Riesenhit. Zwar nicht so cool wie Super Bass 3000, aber eine spannende Herausforderung. Du hast Angelspiele gespielt? Aha. Kein bisschen. Hier sind die Regeln. Das Spiel beginnt, sobald du die Mine verlässt. Du hast nur 3 Minuten Zeit, um 3 Fische zu fangen. Dein Ziel ist es, mich davon zu überzeugen, dass Angeln Spaß machen kann. Verstanden. Ja, ist jetzt die Frage. Yeah. Ja, geh angeln. Und zwar so richtig extrem. Ich sage dir Bescheid, wenn die Zeit abgelaufen ist. Hier. Komm, geh dahin. Nein. Och. Mann. Falsch geguckt. So, wenn das jetzt noch so wäre wie am Anfang, wo ich dann überhaupt nicht mit dem Angeln zurechtgekommen bin, dann hätte ich jetzt ein Riesenproblem mit dieser Quest. So, ist aber die einzige, die ich wahrscheinlich schaffe. Na, geht er da rein? Nein, geht er nicht. Kommt sie rein? Wenn man mal einen Fisch braucht, der nicht so lange braucht. Ne? So, hier ist noch einer. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die mich bescheißen will. Weil das ist ja noch nicht meine Minute oder so jetzt vergangen. So. Hallo Baum. Ich will nichts schenken. Ach, der nimmt die ganze Zeit den Vogel oder was? Hä? Na, ach. Mein Gott, kann man hier einfach mal seine Quest machen? Ich komme hier noch nicht mal mehr raus. So, komm mal nach hier, Mädel. Bevor die blöden Vögel mich jetzt hier wieder einholen. Ach komm, lass uns doch mal mit dir reden. Du hast es geschafft. Ich bin beeindruckt. Und das Extremfischen sah nach einer Menge Spaß aus. Du solltest es mal probieren. Yeah. Oh, das werde ich. Und ich werde mir etwas einfallen lassen, um die ganzen anderen langweiligen Sachen auch extrem zu machen. Eins muss ich dir lassen, Gameplayerin. Du hast meine Minispiele wie ein echter Champion bewältigt. Danke, dass du mir gezeigt hast, dass ich hier Dinge tun kann, die Spaß machen. Ich wette, es gibt viele Möglichkeiten, hier im Tal Spaß zu erfinden. Wenn ich mir wieder etwas einfallen lasse, sage ich dir Bescheid. Ja. Sie hat zwar die nächste Quest, man darf mich nicht mehr sehen, weil ich hier mal wieder mitten in der Quest stehe. Sie hat zwar die nächste Quest, die werden wir jetzt allerdings nicht mehr in dieser Folge machen, sondern die werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Deswegen sage ich erstmal bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.